Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschela und heute wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollen wir heute wieder so ein kleines Paragon-Kisten-Opening machen. Und zwar habe ich mir wieder insgesamt 5 Kisten zusammengespart, 4 auf meinem Ali-Char und dann nochmal eine auf meinem Horden-Char. Und ich würde sagen, wir schauen mal rein. Ich hoffe, dass ich aus einer Ankuana bzw. entfesselten Kiste das Mount rausziehe. Beziehungsweise, ja, so eine Legendary-Essenz wäre auch was. Drückt mir die Daumen und ich würde sagen, wir starten jetzt mal rein mit der ersten Kiste, die von den Tortolaner-Suchern. Da war abzusehenderweise nicht viel drin, außer Gold und ein bisschen Kriegsressourcen. Dann haben wir jetzt die ersten Vorräte von den Ankuanern. Jetzt bin ich enttäuscht, ich habe keinen Mount gekriegt. Dann kommen die Vorräte von der 7. Legion. Da kriegen wir noch ein bisschen zusätzliche Dienstabzeichen, das ist ganz nett. Da kann man sich dann noch ein paar Tränke für kaufen. Wobei ich da ehrlich gesagt auch schon wieder einige habe. Ich glaube hier, seht ihr, 300 irgendwas auf dem Char und ich meine auf meinem Horden-Char habe ich auch noch ein paar. Wo haben wir sie denn? Hier, knappe 1000, also da habe ich schon tatsächlich relativ viel. Ja, aber man weiß ja nie, die Tränke kann man sicher mal brauchen für den einen oder anderen Char, den man leveln kann. Dann haben wir noch eine von dem Rostbolzenwiderstand. Das vierte Mal Pech, jetzt muss es aber beim fünften, also bei der fünften Kiste, da muss doch was rauskommen. Denn ich habe noch eine von den Fesselten und da kommt jetzt richtig viel Loot raus, habe ich gehört. Dammit, okay, das war auch nix. Das war jetzt, glaube ich, die zweite Kiste, die ich mit dem Hordenschar aufgemacht habe. Und die fünfte oder vierte, jetzt muss ich mal nochmal nachschauen. Die vierte, die ich mit dem Ali-Char aufgemacht habe. Also 6 Kisten seit hier quasi Rarity mittrackt. Ich glaube, 1, 2 Ali-Kisten waren davor nicht dabei. Und ja, habe leider noch keinen Mount. Schreibt mir gerne in die Kommentare rein, wie es bei euch ausschaut. Ob ihr da irgendwas rausgezogen habt, würde mich auf jeden Fall interessieren. Vielleicht so ein bisschen Motivation für mich, dass ich sage, okay, es ist doch möglich mit dem Mount. Und naja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.